Du putzt deine Zähne falsch. Und nur so geht es richtig. Hi, hier ist Matthias von Die Praxis Family. Und heute geht es um das wichtige Thema Zähneputzen. Und im Grunde die Wahrheit, dass wir alle unsere Zähne falsch putzen. Es sei denn, ihr macht es schon richtig. Ja. Thema Zähneputzen. Wer hätte gedacht, dass das ein Bereich ist, in dem man auch hinschauen kann und wo es doch viele Änderungen gibt oder viele Dinge gibt, die man besser machen kann, als es uns beigebracht wurde von den Zahnärzten oder den vielen Filmchen, die wir im Fernsehen gesehen haben als Kinder. Das Zähneputzen ist ein großes Thema, denn obwohl wir relativ gut Zähne putzen, gibt es doch volle Zahnarztpraxen und Wartezimmer, und sehr viel Behandlungen und Notwendigkeiten, die Zähne zu behandeln. Und die große Frage ist, woran liegt es? Ich bin auf eine unglaublich spannende Arbeit gestoßen von Ralf Petersen, ein Zahnarzt, der ein spannendes Buch geschrieben hat. Ich zeige es mal, ja, dieses Buch zum Thema einfach gesunde Zähne. Und es hat mich doch unglaublich überrascht, was er da so mitteilte als Fachmann, als Zahnarzt. Vielleicht ganz kurz, es gibt, wenn man das Ganze mal global betrachtet, es gibt im Grunde nur zwei wirkliche Krankheiten, die die Zähne haben. Das eine ist Karies und das andere ist die Parodontitis. Beides ist bakteriell bedingt, also beides wird durch Bakterien verursacht. Zwei Krankheiten, Karies und Parodontitis. Das heißt, wenn ich möchte, dass meine Zähne gesund bleiben, muss ich es irgendwie schaffen, beides zu verhindern. Das ist schon mal die erste Grundlage. Fand ich spannend, dass es nur zwei Krankheiten eigentlich sind. Zahnstein, wenn man darüber spricht, Zahnstein ist ja nicht wirklich eine Zahnkrankheit, es ist eher was Ästhetisches. Und wann entsteht Zahnstein? Immer dann, wenn die Salze vom Speichel auf Bakterien stoßen und diese Bakterien dann quasi kristallisieren. Dann entsteht Zahnstein. Also ohne Bakterien kein Zahnstein. Diese Bakterien an den Zähnen, wann entstehen die oder wo können die entstehen? Naja, die können immer da entstehen, an Stellen, wo wir nicht richtig putzen können, wo die Zahnbürste nicht richtig hinkommt. Es gibt ein Phänomen bei den Zähnen, das war mir auch lange unklar, die Zähne putzen sich im Grunde alleine. Das bedeutet, durch unseren Speichel, durch unsere Mundbewegungen mit den Lippen, mit der Zunge, putzen wir die Flächen der Zähne im Großen und Ganzen allein. Es gibt Bereiche, wo das nicht funktioniert und das sind die Bereiche der Zahnzwischenräume und die Bereiche der sogenannten Fissuren, das sind diese tiefen Furchen in den Backenzähnen. Diese zwei Bereiche erreichen wir nicht wirklich gut. Und das Interessante ist, wenn wir überlegen, wir putzen doch die Zähne. Das müsste doch dann eigentlich sauber sein. Und spannend ist, genau diese Stellen, also die Zahnzwischenräume, und diese Fissuren erreichen wir nicht durch die Zahnbürste. Wir können noch so viel schrubben, wir kommen da nicht dran. Und das ist interessant. Bei den Fissuren liegt es daran, dass die oft kleiner sind als die Borstendicke. Das heißt natürlich, wenn man über den Backenzahn schrubbt, kriegt man den schon einigermaßen sauber, optisch. Aber in diese tiefen, tiefen Furchen kommen wir nicht rein, weil sie zu dünn sind. Da können wir noch so viel drüber putzen, wir kommen einfach nicht ran. Die Lösung für die Fissuren ist, wenn man wirklich da Probleme hat, kann man darüber nachdenken, sie zu versiegeln. Es gibt da sehr hochwertige Materialien, Umweltmaterialien, mit denen man das machen kann. Dann kann man die Fissuren vereinzelt versiegeln und dann hat man Ruhe. Das ist zu überlegen. Wichtig ist, wenn ihr sowas macht, dass ihr euch einen Umweltzahnarzt sucht, der wirklich mit guten, verträglichen Materialien arbeitet. Das zweite Problem für den Zahnzwischenräumen, wir kommen nicht hin. Da wissen wir ja vom Zahnarzt, er mahnt immer, nehmen Sie bitte Zahnseide. So, nimmst du Zahnseide regelmäßig? Gut, ja, ich auch, habe ich immer gemacht. Ich nehme jetzt keine Zahnseide mehr, weil ich was Besseres gefunden habe, darauf komme ich gleich. Aber die Zahnzwischenräume sind 95% Ursache für Karies. 95% Ursache für Karies und die Parodontitis. Beides entsteht an den Zahnzwischenräumen. Das ist doch Wahnsinn. 4% Karies kriegen wir durch diese Fissuren. 4%. Das heißt, wer das nicht versiegeln lassen möchte, kann pokern. Vielleicht hat er Glück und es passiert nichts. Vielleicht kommt doch ein Loch im Zahn zustande. Deswegen.
Aber 95% aller Krankheiten der Zähne, wir erinnern uns, es gibt nur diese zwei, entstehen in den Zahnzwischenräumen. Das ist doch verrückt. Und jetzt ist das Besondere, wenn man sich anschaut, wenn ein Zahn geputzt, wenn der Mund geputzt wurde, wo ist denn jetzt noch, bin ich sauber oder sind noch irgendwo Bakterien? Und man kann die dann einfärben, ihr kennt das alle mit dieser roten Farbe und siehe da, tatsächlich sieht man auch nur diese rote Farbe, nämlich genau an den Zahnfleischrändern und in den Zahnzwischenräumen. Und jetzt geht es darauf an, oder kommt es darauf an, wie können wir das putzen, ohne dass wir die Zähne beschädigen? Ja, mit einer Zahnbürste, richtig reiben, oder? Nein. Wenn wir mit der Zahnbürste arbeiten, mit den klassischen Zahnbürsten, ist es eher das Problem, dass wir das Zahnfleisch noch mehr gefährden. Das Zahnfleisch wird durch die Zahnbürste, weil sie relativ hart ist, ja, für den Zahn ist es okay, aber für das Zahnfleisch zu hart. Also mit der normalen Zahnbürste bürsten wir quasi einen sogenannten Putzdefekt in unseren Zahnfleisch und Zähne hinein. Das heißt, dass durch das viele Putzen das Zahnfleisch weggeputzt wird und dadurch liegen die Zahnhälse etwas freier. Freie Zahnhälse haben wir auch bei der Parodontitis. Parodontitis ist nicht nur eine Zahnfleischentzündung, wo das Zahnfleisch zurückgeht, sondern es ist Knochenschwund im Kieferknochen. Der Kieferknochen wird einfach immer weniger. Und deswegen liegen irgendwann die Zahnhälse frei und die Zähne werden wackelig, ja, und fallen aus. Gut, wie mache ich es dann besser? Nun, das Erste, was ich machen kann, ist, dass ich die Zähne putze mit so einem kleinen Bürstchen. Das ist das, die Solo-Prophylaxe, nennt sich diese Handelsname, diese Firma, ja, Solo-Med. Ich werde nachher unten die Daten reinschreiben, die Homepage, wo ihr die Sachen kaufen könnt. Solo-Med hat so kleine Bürstchen gebastelt, die sehen ein bisschen aus, wie die sind nachgeahmt, diesen Sticks, die wir kennen oder die ihr schon mal vielleicht gesehen habt, von diesem Zahnputzbaum. Urvölker nutzen das so Äste, die sie zerkauen. Und damit dann die Zähne so mit Hand putzen. Das macht man letztendlich mit dem Solo-Stick auch. Ihr putzt dann quasi nur noch die Zähne entlang des Zahnrandes und das ist jetzt das Interessante, immer nur dann, wenn es sich mit der Zunge rau anfühlt. Wenn ihr also, ihr macht das einmal am Tag, geht ihr die Zähne entlang, vorne und hinten und prüft, wo ist es rau, also wo ist ein Belag. Und da putzt ihr dann mit diesem Bürstchen so lange, bis es nicht mehr rau ist. Einmal am Tag. Das ist doch klasse. Und dann habt ihr das erwischt, dass sich keine Bakterien dort ansiedeln können und kein Karies entstehen kann. Das funktioniert wunderbar. Ihr braucht also keine Zahnpasta dafür und nicht dreimal am Tag, weil ihr sonst einen Putzdefekt erzeugt, sondern wirklich nur, wenn es sich rau anfühlt. In der Regel einmal am Tag wird geprüft und dann geht man die Zähne entlang. Die Zahnzwischenräume erwischt man am besten mit solchen kleinen Bürstchen. Das sind so kleine winzige Sticks mit Bürstchen dran und damit geht ihr in die Zahnzwischenräume. Das ist wesentlich besser als Zahnseide, denn Zahnseide erreicht nicht den Zahn komplett. Der Zahn ist gewölbt und das Bürstchen, wenn man es reinschiebt in den Zahnzwischenraum, kommt überall hin. Die Zahnseide ist glatt und gerade, die kommt dann nicht an die Ränder. Das heißt, die Ränder bleiben immer weiter dreckig. Und auch nach unten in die Wölbung zum Zahnfleisch kann die Zahnseide nicht ausreichend erwischen. Aber diese kleinen Bürstchen, diese Solo-Sticks, können das. Ihr müsst nur schauen, dass ihr die richtige Größe erwischt. Dafür ist es am besten, zu einem Zahnarzt zu gehen, der diese Solo-Prophylaxe beherrscht und dann euch einweisen kann. Wenn ihr aber keinen Zahnarzt in der Nähe habt, ihr findet solche Zahnärzte übrigens über die Solo-Homepage. Wenn ihr keinen in der Nähe habt, kauft einfach abgeschätzt ein paar Größen einzeln und dann testet ihr das. Das kostet, so ein Stick kostet nicht viel Geld, sind 2-3 Euro und dann könnt ihr das testen und wisst dann ungefähr eure Größe. Meistens braucht man 2, manchmal 3 Sticks, je nachdem wie groß eure Zahnlücken sind. Und wenn ihr die gekauft habt und geprüft habt, könnt ihr damit auch wunderbar umgehen. Diese Sticks haben den großen Vorteil, wenn ihr damit durch die Zähne reibt, dass sie wirklich alles erwischen. Also die Zahnzwischenräume frei machen. Das heißt, ihr verhindert dadurch 95% aller Zahnkrankheiten. Ist das nicht klasse? Auch dafür wird keine Zahnpasta benötigt. Ihr braucht also für beide Schritte im Grunde keine Zahnpasta. Bei den Sticks ist noch so, es ist ein bisschen fummelig manchmal, je nachdem wo die Zähne sind und an den Backenzähnen kommt man oft nicht so gut hin. Übung macht den Meister, sage ich ganz einfach. Das geht ganz gut und es ist auch für Kinder super geeignet. Bei kleinen Kindern kann man helfen als Eltern und die größeren machen das sehr gut alleine.
wenn man auf diesen frischen Geschmack mit Zahnpasta nicht verzichten möchte, dann ist es so, dass es eine ganz besondere Zahnbürste gibt, auch von der Firma Solo. Fox 10 nennt die sich. 10 deswegen, weil es 0,10, also 0,10 mm dicke Bürstchen nur sind oder Borsten. Denn die Borstendicke spielt eine Rolle, ob es einen Putzdefekt gibt oder nicht. Ihr wisst ja, Putzdefekt, das Zahnfleisch geht zurück bei normalen Zahnbürsten. Selbst die weichen Zahnbürsten von namhaften Herstellern sind noch zu dick. Selbst die weichen haben 0,15, 0,18, teilweise 0,2 mm Dicke. 0,1 mm ist genauso dünn und genauso weich, dass dem Zahnfleisch nichts passiert. Und damit kann man dann die Zähne einmal abreiben mit Zahnpasta, wenn man das möchte, und hat dann dadurch einen frischen Geschmack im Mund. Jawohl. Zum Thema Zahnpasta und was man da benutzen kann, mache ich mal bei Gelegenheit ein anderes Video. Aber mir ging es heute um dieses wunderbare, um diese wunderbare Erkenntnis zum Zähneputzen. Wir machen das jetzt schon eine ganze Zeit und ich sage euch, es ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar. Es funktioniert einwandfrei und es gibt keine Probleme mehr mit empfindlichen Zahnhälsen. Zahnfleisch geht nicht weiter zurück und bildet sich wieder normal zurück. Also das ist großartig, diese Art Zähne zu putzen. Ich kann euch nur motivieren. Beschäftigt euch damit, wenn ihr mögt und mehr Wissen haben wollt, kauft euch das Buch und ansonsten geht vielleicht zu einem Zahnarzt, der sich damit auskennt, oder folgt einfach den Anweisungen hier im Video, kauft euch diese Solo-Bürste, diesen Solo-Sticks und vielleicht noch diese Fox 10-Bürste und stellt einfach komplett das Zähneputzen um, egal ob ihr mit Hand putzt, ob ihr mit einer elektrischen Zahnbürste putzt, ob ihr mit einer Ultrasonic-Zahnbürste putzt, mit Ultraschall, das spielt keine Rolle. Sie machen alle die gleichen Fehler. Sie kommen nicht an die Stellen, wo das Problem ist. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Wenn ihr es mögt, dann abonniert den Kanal. Wenn ihr wollt und mögt, kommt auf unsere Homepage, diepraxisfamily.de. Dort kriegt ihr noch viel mehr Informationen und tragt euch ein für unseren Newsletter. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, ihr genießt den Sommer, soweit er bei euch ist. Macht's gut. Tschüss.